Ja, willkommen zurück bei Jurassic Park. Wie man sieht, sind wir diesmal in einem Level, der zumindest beginnt wie ein Ego-Shooter. Und was wir jetzt machen müssen, ist erstmal hier durchkommen. Aber im ersten 3D-Level ist hier noch nicht so viel mit Gegnern los. So, schauen wir uns mal um. Ich gehe immer an der Wand lang, also ne, hier ist nichts. Sehen. Ich achte vor allem auf die Karte. Jetzt gar nicht so sehr auf den Weg. Und da sind wir schon durch. Und jetzt geht's bei den Stegosauriern weiter. So. Das Problem hier sind diese fallenden Steine. Mal gucken, mal, dass wir gut durchkommen. Hier müssen wir hoch. So, das hätten wir jetzt erstmal geschafft. Also, na, zumindest jetzt. Na, mir geht's nicht wirklich gut. Da ist er. Können wir vielleicht hochgehen. Das ist halt die Schwierigkeit an dem Level. Dass hier überall diese Brocken sind. Den brauchen wir da unten. Und jetzt müssen wir da wieder runterkommen, ohne zu sterben. Jetzt müssen wir an ihm vorbei. Das war nicht gut. Ja.
Das war schon besser. Also gehen wir jetzt hier auf dieser Brücke. So, und jetzt kommt eine der schwierigsten Stellen in diesem Level. Und zwar durch die komischen Felsen. Hier überall runterfliegen. Hingelegt haben. Umschalten, genau. Nee, schnapp ihn dir. Sind jetzt erstmal keine Felsbrocken gerade. Was gut ist, ne? Muss man wieder umschalten. Zup. Da. Jetzt sieht es doch ganz gut aus.
Und hier ist wieder ein Heilpack und da sind auch die Kinder, die uns abhanden gekommen sind. Ja, und damit hätten wir den Level geschafft und beim nächsten Mal geht's im Gallimimus-Gehege weiter, wie es ausschaut. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.